Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir werden heute mal wieder eine Reaction machen, und zwar auf dieses Video. Ich blende das euch hier mal ein. Will this be the last explosive Bitcoin Bull Run? Das Video ist von Didi Taihutu. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch. Das ist der Typ, der damals Haus und Hof verkauft hat. Nachdem er mit seiner Familie eine Weltreise gemacht hat, kam er zurück und dachte sich, hey, mein Leben, wie es jetzt läuft, kann so nicht weitergehen oder soll so nicht weitergehen. Wir müssen irgendwie was ändern. Und er hat dann mit seiner Frau gemeinsam beschlossen, obwohl die mehrere Kinder hatten, dass er alles verkauft, was er besitzt und all in Bitcoin geht. Ja, wie wir heute sehen, hat sich das Ganze ausgezahlt. Damals war das auf jeden Fall schon ein krasser Move. Und die Medien haben extrem über ihn berichtet. Er war eigentlich überall zu sehen. Und vor allem als Bitcoin dann wirklich von knapp 2.000, 3.000 Dollar im Bullrun 2017, 18 dann auf knapp 20.000 Dollar gestiegen ist, war er quasi in jedem Filmstudio zu sehen. Und ja, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich oder zumindest diese Bilder von ihm irgendwo mit seiner Familie auf irgendwelchen Inseln. Er ist jetzt viel im Urlauben, soweit ich das sehe. Und ich habe offen gesagt jahrelang nicht viel von ihm gehört, habe mich auch nicht wirklich groß mit ihm beschäftigt. Auf jeden Fall war das hier ein sehr interessantes Video, was mir ein Bekannter zugetragen hat. Ich habe nur ganz kurz durchgesappt. Er hat mir aber auf jeden Fall was dazu geschrieben. In dem Video soll es zum einen darum gehen, warum das der letzte explosive Bullrun wird, also was da für Faktoren eine Rolle spielen. Und das viel Spannendere sind dann am Ende des Videos doch sehr motivierende Bitcoin-Charts, die ganz klar zeigen sollen, dass wir kurz vor einem Bullrun stehen. Und ich dachte mir, das passt doch eigentlich ganz gut. Das ist ja so ein richtiger, langweiliger Kryptosommer. Die jüngsten Abverkäufer haben vielen auch so ein bisschen die Laune genommen. Und ich dachte, da könnten wir sowas ganz gut gebrauchen, dass hier mal ein bisschen Stimmung reinkommt in das Ganze. Und so sieht der gute Herr heute aus, standardmäßig mit seiner Bitcoin-Cap. Er spricht auf Englisch. Ich habe allerdings die Untertitel für euch aktiviert. Und ich würde sagen, jetzt genug geredet. Lasst uns direkt reinstarten. Let's go! Good morning, good afternoon, good evening, guys. Wherever you are in this beautiful world, whenever you're watching this YouTube video, welcome to the Bitcoin Family YouTube channel. For the newcomers, my name is Didi. Yes, the guy that went all in already 7 years ago. Yes, selling the house and bam, all in. Now, today I have a very important video. Yes, I have some charts at the end. You will love those charts. But the most important part will be in the beginning of this video. And that will be about that this could be the last chance for you to enter Bitcoin at a very cheap price and still enjoy a very explosive bull run. Because it could be that the next couple of bull runs will be way less explosive. Also ganz generell bin ich auch davon überzeugt, dass das jetzt so die letzten Phasen sind, in denen man noch richtig Asche verdienen kann. Ganz einfach dem Grund geschuldet, dass wenn irgendwas erwachsen wird, egal ob das jetzt die Dotcom-Bubble war, wonach dann einige Firmen erwachsen wurden, die heute für uns alle allgegenwärtig sind, muss auch im Crypto-Space irgendwann mal die Reife kommen. Und mit der Reife kommt dann natürlich auch die geringere Volatilität. Das heißt, die ganzen Schwankungen, die uns momentan noch teilweise sehr glücklich machen, die uns aber teilweise auch aus dem Markt vergraulen, die werden natürlich irgendwann immer weniger sein. Es werden, denke ich mal, auch jede Menge Shitcoins da draußen verschwinden. Wir merken ja gerade, dieses Jahr war ja schon extrem geprägt von Regulierungen oder ersten großen Ansätzen in dem Bereich. Und von daher glaube ich ganz generell, dass dieser Wild Wild West, wo irgendwie jeder eine ICO startet oder jeder irgendeine Meme-Coin auf den Markt bringt und, dass das irgendwann abappen wird und dass es eben nur noch regulierte Projekte gibt. Und ja, demnach wird es wahrscheinlich auch nicht mehr allzu häufig diese riesigen Bullruns geben. Aber ich bin auf seine Argumente gespannt. Talk about why I think that could be the case. In my honest opinion. So enjoy the complete video, give it already a thumbs up and use the links down below to buy Bitcoin. Bam! There is two big players in the market that do determine when they dump their Bitcoins into the market. I'm talking about the Bitcoin miners and I'm talking about the exchanges. Because the Bitcoin miners, since 2020's halving, are mining 900 Bitcoins a day. And they can dump 900 Bitcoins a day into the market. Ja, das war auch mal eine interessante Zahl. 900 Bitcoin am Tag, die gemeint werden, haben wir doch mal eine feste Zahl, also 6,25 pro Block. Alle 10 Minuten kommt man ungefähr auf 900 BTC pro Tag. Allerdings werden wahrscheinlich nicht alle 900 pro Tag auf den Markt geschmissen. So wissen wir aber zumindest schon mal, wie viel die Miner am Tag machen. Which they don't. But I will come back to that later. And then we have the exchanges that we all trade on, like for example Bybit. If you want to trade on Bybit, use the link down below. They earn fees because we use the exchange. And with those fees, of course, they pay their employees, the rent of the buildings and all the other overhead costs. But the rest of the fees that's in Bitcoin, they need to dump into the market as well. So around 2020, in total, this was about 2,000 Bitcoins that could be dumped into the market daily. 900 through the miners and around 1,100 through the exchanges combined total in fees.
So that's 2,000 bitcoins a day, and they're not dumping that daily, they are hodling that as well. So for example, the miners, they need to play. Okay, wie auf diese Zahl kommt, weiß ich jetzt nicht. Also er sagt, es werden halt extrem viele Fees eingesammelt von den ganzen Exchanges. Und er sagt, ungefähr sind das dann in Bitcoin gerechnet 1100 BTC, die sie so am Tag einnehmen. Damit bezahlen sie natürlich auch ihre ganzen Mitarbeiter und Büros und so weiter. Aber okay, diese Zahl kann ich jetzt so nicht nachempfinden. Aber vielleicht haut er da ja gleich noch irgendwas zu raus. Auf jeden Fall nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. 1100, die also die Börsen am Tag in etwa verdienen durch Fees und so weiter und so fort. Game every cycle again. They can only sell the bitcoins when they are in profit in the bull market top. Then they take a shitload of profit by selling the bitcoins that they've been collecting the previous years before that. And they sell them then because that will give them the most profit and will make them survive the bear market. Because always remember, a bitcoin miner has overhead costs. Has employees, has a building, has machines, needs to buy new miners, has the electricity bill, all the stuff, all the costs the miners have always continue. The moment the halving comes, 2024 April now, instead of 900 bitcoins a day, they will be earning only 450 bitcoins a day. But what happens when these miners still have the same amount of fixed cost every month? But now only have half of the revenue, because from 900 bitcoins, now only 450 bitcoins. The thing what happens then is that Bitcoin needs to double in price for them to break even. So that is why I believe Bitcoin always, after the halving, doubles in price minimally. Das habe ich jetzt schon häufig gehört, also diese Theorie, dass die Miner jetzt, sagen wir mal, mit 900 Bitcoin eine gewisse Einnahme haben und dementsprechend natürlich ihre Kosten entgegenstehen oder dagegen stehen. Und dass dementsprechend bei einem Halving der Preis sich verdoppeln muss, damit sie weiterhin ihre Kosten tragen können. Aber das würde ja bedeuten, dass die Miner jetzt gerade mit 900 Bitcoin wirklich 0 auf 0 gehen. Das würde es bedeuten, alles, was die Miner einnehmen, wird quasi fast alles wieder ausgegeben für Kosten. Aber wir haben ja ganz verschiedene Länder, die minen. Und es gibt ja überall auf der Welt auch verschiedene Strompreise, verschiedene Infrastrukturen. Und ich glaube kaum, dass der Miner in Kasachstan, wir wissen ja, viele Chinesen, die übrigens auch damals dort sehr günstigen Strom bezogen haben und dementsprechend auch relativ günstige Kosten hatten, zumal die Miner meines Wissens nach von Bitmain zum Beispiel damals einer der größten Miner-Hersteller sowieso auch dort ansässig waren. Das heißt, auch da hatten sie keine großen Importkosten oder ähnliches. Kann ich mir also gut vorstellen, dass die Chinesen und jetzt eben auch die in Kasachstan tätigen Miner sehr hohe Profite machen und die auch noch machen würden, wenn der Bitcoin-Preis weiter fällt und es kein Halving gäbe. Klar ist es in anderen Ländern anders. Also beispielsweise in den USA, da glaube ich schon, dass wenn eine Halbierung stattfindet beim Bitcoin, dass das dann enorme Folgen hätte für die Miner dort. Aber das wird meiner Meinung nach zumindest erstmal in der Theorie dazu führen, dass andere Länder attraktiver sind fürs Mining und das Ganze sich immer mehr in diese Gebiete verlagert. Also es muss nicht unbedingt bedeuten, nur weil ein Halving stattfindet, dass der Preis sich quasi wie so in Stein gemeißelt definitiv verdoppeln muss, weil Mining sonst keinen Sinn ergäbe. Ich glaube eher, dass es sich dann geografisch verändern wird und dass beispielsweise viele Miner eher gezwungen sind, ihre Miner abzuschalten. Wir haben ja schon von einigen teilweise sogar börsennotierten Unternehmen in Amerika gehört, die sich aufs Mining spezialisiert haben, dass die Insolvenz anmelden mussten. Und das nur aufgrund des Preisverfalls. Wenn jetzt natürlich noch das Halving hinzukommt, dann würden natürlich noch mehr Miner mit dem Rücken an der Wand stehen. Also ich glaube durchaus, dass einige Länder davon betroffen sein werden. Aber zu sagen, dass das quasi ein Automatismus ist, weil sich sonst Mining quasi nicht mehr lohnen würde, das sehe ich nicht so. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Miners run break even or have profit again. And then all the way into the bull market top, that is when the miners start to dump their bitcoins. Because they collect their bitcoins, they hold all their bitcoins. That's how the scarcity of the bitcoins, there's not enough bitcoins to buy in the market. The market dries up. And because it dries up and the demand grows naturally through the bull market, there's more demand than there is offer. And then when the market goes into a top, the miners start to sell to take a shitload of profit and to be able to survive the two-year bear market. I think the exchanges do the same. Of course, they do sell a little bit of Bitcoin during the bear market year as well, because they need to pay for the cost. But I think in general, these still have a big influence into the market, okay? And they will still have a big influence this bull run, because it's still 900 Bitcoins, and from April 2024, it's less Bitcoins, it's 450 Bitcoins. So I believe
believe this bull run is still a Bitcoin bull run where you can buy Bitcoin below 30K. You should have bought around 16K, of course. Then you already doubled your money. But even now, buying at 30K, I believe we could go to 100K, 150K, maybe even 200K. When it's a really explosive single top like we had, for example, in 2017, we could take it to those levels, which means, yes, Bitcoin could still go times 5, 6, or 7. But after this halving, the miners only make 450 Bitcoins. And then after that halving, the miners will only make 250 Bitcoins a day. And then after that, the next halving, the miners will only be making 125 Bitcoins a day. Yes, the Bitcoin price will go up. And the Bitcoin price, in my opinion, in the end, somewhere around 2030, will be between 500K and $1 million per Bitcoin. So the miners will still be making profit, but they have less Bitcoins to dump into the market. Same will be for the exchanges, because we have seen in the last couple of months that people are withdrawing their Bitcoins from the exchanges. People are getting smarter. There are more DEX protocols, decentralized exchange protocols. But the more Bitcoins will get in the hands of BlackRock and all these investment... Jetzt wird's interessant. Jetzt haut da BlackRock und Investmentfonds rein. Jetzt bin ich mal gespannt. They will understand that they have the complete capacity of manipulating the price, because there's only 21 million Bitcoin and the last Bitcoin will be mined to the year 2140, and they don't need these explosive growth. They need stable growth for their investors. So even if it's only 5% a year, their investors would be happy. So those are now trying to buy all our Bitcoins. That is what's happening. And we can see the whole Bitcoin community cheering. Yay! BlackRock entered the market. Yay! European Union also has an ETF. Yay! Das stimmt aber wirklich, oder? Wie viele Leute haben damals, als Bitcoin geschaffen wurde, gesagt, ja, man, wir zahlen es in Banken heim. Unbank the banks. Bitcoin ist dazu da, um das Geldsystem zu zerstören und ein komplett neues, freies, demokratisches Geldsystem einzuführen. Und heute freuen wir uns, dass die Player, die wohl maßgeblich neben der Federal Reserve am allermeisten an diesem ganzen Kapitalismus-Kram beteiligt sind, dass die eigentlich jetzt einsteigen in Bitcoin, wird extrem bejubelt. Die Leute stehen richtig drauf und sagen, geil, BlackRock ist dabei. MicroStrategy hat schon 100.000 BTC. Fidelity kommt noch mit dazu. Goldman Sachs und JP Morgan sind auch am Start. Und genau diejenigen, denen das Handwerk gelegen werden sollte mit Bitcoin, insbesondere Goldman Sachs und Konsorten, die maßgeblich mitverantwortlich waren an diesem ganzen Immobiliencrash 2008, inklusive auch AIG, vom Steuerzahler auch noch am Ende gerettet wurden. Wenn jetzt die in Crypto-Space einsteigen und vor allem Bitcoins kaufen, wird das extrem gefeiert, schon ein bisschen paradox. People now can start to buy Bitcoin in a legal way and make it impossible for the normal people to buy it. Because that's the second thing that's happening that you maybe not realize, but in the United States, for example, Binance cannot sell Bitcoins anymore. FTX, they stop selling Bitcoins. The United States people don't have that simple access to Bitcoins as we in Europe still have, but Europe is going down as well because Binance is not selling in the Netherlands as well anymore. So the normal people, for them, the chance to buy Bitcoin is being like destroyed completely because those exchanges are not registered entities that are fully licensed like a bank. So yeah, the normal people won't be able to buy it, but who's able to buy it? The big ones. So the rich will be getting richer and the poor again poorer because they are not watching my videos. Ich glaube, ich weiß schon, worauf er hinaus will. Also er will, glaube ich, darauf hinaus, dass jetzt die Exchanges und Miner ja aktuell sozusagen das Sagen haben, wenn man so will, und dass sich das Ganze immer mehr verlagern wird zu den großen Institutionen und wir eben immer weniger Chancen haben, an Bitcoin zu kommen. You need to understand that this bull market is still a bull market that you can really make shitloads of profits. This is the last chance for you guys to really make some profit. To turn 300K, for example, into $1 million or 1.5 million. There will be more Bitcoins in the hands of institutional investors than there will be in the hands of the exchanges. And yes, the exchanges will still be making profits because the Bitcoin price will be increasing and a huge part of the exchanges is already owned by BlackRock, etc. But those institutional investors, they are buying up all the Bitcoins. So at the end, they start to regulate the market because they will have the capacity of dumping more Bitcoins daily on the market than these exchanges have.
So they will be able to dump more bitcoins into the market than the exchanges daily can at the moment. Okay, also wenn ich das zusammenfassen kann, er behauptet, dass eben aktuell die Miner und die Börsen quasi das Sagen am Markt haben. Sie sind verantwortlich dafür, dass frische Bitcoins auf den Markt kommen. Parallel dazu gibt es aber immer mehr große Institutionen, die Stück für Stück immer mehr BTC aufkaufen. Und da gebe ich ihm auch 100% recht. Wir sehen ja, dass MicroStrategy sich immer wieder damit rühmt, wieder neue Bitcoins akkumuliert zu haben, dass immer mehr große Player den Markt betreten und dass die immer mehr Bitcoins aufkaufen werden, weil sie eben unendlich Geld haben und dadurch dann irgendwann die Macht über Bitcoin haben werden und dementsprechend irgendwann Bitcoin nur noch den Institutionellen zur Verfügung stellen. Was ich mich dabei frage, erstens, warum sollten sie so viel Geld in der Hand nehmen, wenn sie doch alle Derivatemärkte beherrschen? Sie müssten ja eigentlich nur, wie wir es auch gerade sehen, Bitcoin-Futures eröffnen und könnten eigentlich mit Hilfe von Manipulationen an den Märkten ganz einfach ohne viel Geld einfach mit Derivaten den Preis drücken, so wie wir es bei Edelmetallen sehen. Ja, wir sehen da, dass zum Beispiel viel mehr Papiergold, wenn man so nennen will, gehandelt wird an der COMEX als irgendwelche physischen Werte. Das bedeutet, man kann den Gold- und Silberpreis manipulieren, ohne echte Gold- und Silberbestände zu besitzen. Also man kann viel mehr Papiergold pro Tag an Volumen bewegen, als es überhaupt Gold und Silber auf der Welt gibt. Und dementsprechend kann man natürlich den Preis lenken. Gleiches könnte man ja auch mit Bitcoin machen. Man muss ja nicht wirklich Bitcoins besitzen, um den Preis zu manipulieren. Es reicht ja schon, wenn man die großen Börsen besitzt. Und das hat er ja gerade angesprochen. Viele Börsen gehören wahrscheinlich schon insgeheim oder vielleicht auch direkt zu den großen Institutionen. Also sehe ich nicht unbedingt den Bedarf, warum man jetzt so viel Geld bräuchte, um Bitcoins zu kaufen. Was aber die viel wichtigere Frage ist, die ich mir oder euch jetzt stelle, was haben die davon? Also was hat BlackRock davon, wenn die jetzt untereinander alle Bitcoins haben? So? Was haben sie davon? Also der freidenkende, demokratisch denkende Mensch weiß ja dann irgendwann, dass der Großteil der Bitcoins bei den großen Institutionen liegt, so wie das Fiat-Geld heutzutage oder die Kontrolle darüber. Was hindert die Menschheit daran, einfach den nächsten Dripcoin rauszubringen? Ja, jetzt von Satoshi Nakamoto, ja, und der haut ihn jetzt raus 2025 und der soll jetzt das freie Geldsystem bringen, nachdem Bitcoin gescheitert ist so ungefähr. Was hatten sie für eine Motivation, jetzt alle Bitcoins zu besitzen und untereinander zu handeln? Also ich glaube ja gerade, dass die davon leben und auch viel Geld damit verdienen, dass eben der kleine Mann sehr viel spekuliert gerade, sehr viel Geld verliert in großen Drops, die am Markt stattfinden, diese Volatilität den Börsen, den Market Makern, den ganzen Geldhäusern unheimlich viele Gewinne bescheren. Was hätten sie davon, untereinander ihren Bitcoin hin und her zu bewegen? Und wird Bitcoin weiterhin so attraktiv bleiben für die Leute, wenn diese gesamte Volatilität verschwindet und eigentlich nichts anderes ist als ein guter ETF? Also warum geht man denn nicht gleich wieder in den MSCI World, wenn man mit 3-5% im Jahr zufrieden ist? Also ich glaube nicht unbedingt, dass die großen Player sehr viel Interesse daran hätten, Bitcoin alle in ihrem kleinen Kreis zu vereinen, um zu sagen, jetzt sind wir hier die Drahtzieher. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube eher, dass wenn sie wollten, sie viel eher Bock darauf haben, auf diese CBDCs, auf staatliche Kryptowährungen, die sie dann komplett kontrollieren können, wo sie selbst Dinge justieren können. Und Bitcoin ist momentan meiner Meinung nach zumindest eher perfekt für sie, um das Ganze zu etablieren, salonfähig zu machen. Bitcoin ist immer mit so einer gewissen Freiheit verbunden. Die Leute mögen Bitcoin, weil er eben niemandem gehört. Und genau dieser Charakter, dieser staatenlose Charakter, dass Bitcoin quasi ein neutrales Asset ist, das macht ihn ja gerade so interessant für alle. Wenn das plötzlich nicht mehr so wäre und die ganzen amerikanischen Unternehmen wie MicroStrategy, Goldman Sachs, BlackRock, JP Morgan und sogar Tesla, wenn die ganzen Bitcoins besitzen, wo wäre dann noch der ganze Reiz, wenn 14 Millionen, 15 Millionen Bitcoins allein bei denen liegen? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht schreibt ihr mir mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber ich glaube, dieses Szenario wird so nicht kommen. Ich glaube viel eher, dass die CBDCs sehr schnell kommen werden und vielleicht Gesetze alles andere aushebeln werden und sie eher diese CBDCs benutzen werden, um ihren großen Gameplan umzusetzen. Also ich habe es durchgeschaut. Er geht jetzt hier die letzten Minuten nochmal darauf ein, dass er seiner Familie empfiehlt, auf jeden Fall nochmal auf die Rocket aufzuspringen, nochmal einzusteigen in Bitcoin. Die werden sich locker nochmal verdreifachen, verfünffachen, die ganzen Werte. Und das ist wirklich der letzte Bullrun seiner Meinung. Jetzt kommen aber die spannenden Charts und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was jetzt kommt, denn die sollen wirklich extrem bullish sein. Bam. The first chart, guys, I'm going to show you is this one. The Meyer Multiple, the Bitcoin price divided by the 200-day moving average. And the higher the number is, the higher the bubble is. The higher the Meyer Multiple is, the more close you are to selling your Bitcoins. Das ist der Meyer-Multiplikator. Ich habe davon schon mal gehört. Und diese rote Linie zeigt quasi den überhitzten Bereich. Sobald man diesen Bereich, hat jetzt hier 2,4, das wird dann wahrscheinlich der Wert sein, ab dem der Markt super überhitzt ist. Wenn dieser Bereich überschritten wird, ist das ein Indiz dafür, dass wir uns einem Peak nähern.
Und wenn er eben extrem unterschritten wird, zeigt das eher, dass wir so im Bereich sind. Jetzt sollte man einkaufen, weil es bald die Trendwende gibt. Now we can see on the chart now that we are at 1.09, which is not that high. We can always go to 2.4 levels, which is here at the left side on the chart. At the moment we get near to these 2.4 levels, that is the moment there is a bubble. That doesn't mean that that's a bull market top, because if you look to the left, 2019 to 2020, the red line went all the way up to 2.4 levels, but that was the... Ah ja, hier sieht man, also hier war das zum Beispiel so, dass diese Linie 2.4 überschritten wurde. Aber es war noch nicht wirklich das Peak. Also es gab zwar auch ab da, das war der höchste Punkt zu dem Zeitpunkt und danach gab es dann eine krasse Korrektur. Aber das war jetzt noch nicht so der ultimative Peak, sondern das war so die Zwischenstation. From 3 to 14k. Then we returned back to the bottom and from there we went into the bull market top where the line went above the 2.4 level. Now at the moment we are at 1.09. We can still go to 2.4 level in between and then come back, for example, and then have that massive bull in 2025, like I've been telling you like for months already. Now. Also er sagt hier nochmal, es kann sein, dass wir auch nochmal die 2.4 erreichen, aber trotzdem nochmal korrigieren, bevor wir das ultimative Peak erleben. Und ich glaube, er spielt da zum Beispiel auf das hier an. Ja, da hatten wir zum Beispiel einmal das oder berührt, sind nochmal richtig korrigiert, danach wieder eine Berührung richtig korrigiert und danach gab es dann den ultimativen Peak. Ja, und auch hier sieht man das Ganze, hier gab es auch schon mal den Drop darüber. Aber auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Indikator, gucke ich mir auf jeden Fall mal tiefgründiger an, Meyer-Multiplikator. On the second chart, guys, you can see how the Bollinger Bands always have an influence on the Bitcoin price. When the Bollinger Band contracts, so it becomes very tight, that's the moment that the Bitcoin price is about to do an explosive move. So also Bollinger Bänder habe ich auch schon häufig verwendet, sind eigentlich ein ganz gutes Indiz, Ausbrüche vorher zu sehen. Man kann eigentlich ganz stark vereinfacht sagen, dass der Kurs meistens wie so ein Magnet angezogen wird von einer gewissen Seite, je nachdem welchen Trend, also wenn wir gerade in einem Abwärtstrend sind, in der Regel immer in den unteren Bereich, im Aufwärtstrend den oberen Bereich. Das heißt, zum einen kann man einigermaßen abschätzen, bis wohin die nächste Bewegung geht. Aber viel wichtiger ist, sobald sich der Kurs etwas länger seitwärts bewegt, werden die Bollinger Bänder immer dünner. Das heißt, so ein kleiner Tunnel entsteht dabei. Und das ist das, was immer sehr interessant ist, weil meistens kann man, wenn es so eine starke Verengung gibt, hier seht ihr das zum Beispiel, hier hatten wir einen riesengroßen Bereich, plötzlich wurde es hier eng. Das war ein gutes Indiz dafür, dass wir kurz vor einem Ausbruch stehen. In welche Richtung, das ist noch nicht gesagt, aber auf jeden Fall, dass sich da was anstaut. Und ja, da sehen wir, was draus geworden ist. Das gleiche hier. Also man hat hier dann eben einen dünnen Bereich, der dann irgendwann zu einem Ausbruch führt. Hier auch wieder einen dünnen Bereich, der zum Ausbruch führt. Und hier sehen wir gerade auch einen sehr, sehr dünnen Bereich, der höchstwahrscheinlich auch kurz vor dem Ausbruch steht. Auch da wieder die Frage, in welche Richtung. Zuletzt sind wir eher in einem Downtrend, so ähnlich wie hier. Also sehen wir auch, nachdem kam plötzlich eine Trendwende und es gab einen ordentlichen Boost nach oben. Mal sehen. Then we have this chart, also very important chart. On this chart you can see, this is a day chart, that the Bitcoin falling wedge and the RSI combination is always a beautiful indicator to determine when to enter a market or not. Now, if you look at the chart now, would that be the moment for you to enter the market? That's the biggest question. In my honest opinion, yes. Because if you look to the chart, we have the falling wedge already, the first one on the left side of the chart. We had the falling wedge, we had the RSI touching the green line, and bam, we had an explosive move. Now, then we have the second one, also falling wedge, also beautiful line touching the green line, we had a huge move. And now again, we can see this the third time happening. We see the falling wedge, we see the white line touching the green line. This is the moment for me to enter the market. Wenn wir davon ausgehen dürfen, dass es genauso weitergeht wie die letzten Male, wäre das definitiv eine gute Möglichkeit zum Einsteigen. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich auch im Gefühl, dass da noch einiges Positives kommt zum Ende des Jahres, also Hashtag goldener Oktober, vielleicht ein richtig geiles viertes Quartal in diesem Jahr, das viel überraschen wird. Bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt und das würde ja auch zeittechnisch sehr gut reinpassen. Wir sind jetzt gerade Mitte, Ende August, wenn auch den ganzen September, der sowieso nicht ganz so gut läuft fürs Crypto Space, vielleicht hat man da nochmal eine gute Möglichkeit zu akkumulieren. Da würde man wahrscheinlich irgendwo in diesem Bereich hier laufen und dann bam. Das wäre es auf jeden Fall. Mega. Now, this chart is also very cool. You can zoom out. I found this one on Twitter. I think it's Aurelian. Ohio that posted that chart. On that chart you can see beautiful the last bull runs combined, guys. So you can good morning see so you can see the 2011 12 13 14 run. You can see the 2014 15 16 17 run. You can see the 2018 19 20 21 run. Wow, heftige Übersicht, habe ich so noch nie gesehen. Mega cool.
Werde ich auf jeden Fall mal nachher screenshotten. Also hier sieht man einfach mal so aufgezeichnet, wie der Kurs gelaufen ist und das auf jedes Jahr verteilt. Also seht ihr hier ganz genau, dass wir eigentlich jetzt gerade in diesem Moment sind, wo es kurz davor ist, dass der erste große Bullrun kommt. Quasi die Vorbereitungsphase hier, oder den niedrigsten Punkt hatten wir demnach so im Januar 2023, also dieses Jahr. Ihr erinnert euch, Bitcoin unter die 20.000-Dollar-Marke gefallen. Ich glaube, um die 16.000, 17.000, da waren wir dann so im Low. Und das würde ziemlich gut reinpassen, wenn wir uns mal die letzten Zyklen anschauen. Da war es eigentlich immer so, dass wir sehr, sehr dicht ans vorherige All-Time-High kamen. In diesem Fall haben wir es ganz leicht unterschritten. Das würde auf jeden Fall ein total plausibles Low gewesen sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso läuft. Es würde auch hier gut reinpassen in das ganze Thema um das Halving. Ja, dass man also sagt, 2024 oder danach gibt es dann ein bisschen FOMO. Nicht unbedingt aufgrund der Miner, das habe ich euch am Anfang des Videos schon erzählt. Aber so ganz generell wissen wir einfach, dass doch sehr viel FOMO reinkommt in den Markt und sehr viel Spekulation. Und gerade nach so einem Halving kann ich mir gut vorstellen, dass diese ganze Spekulation auf die Spitze getrieben wird und dass wir da mal wieder einen ultimativen Move sehen werden. Und der geht dann bis 2025. Wäre auf jeden Fall super nice und vor allem jedem Einzelnen von euch zu gönnen. Ich weiß, viele von euch sind schon viele Jahre dabei, haben im letzten Bullenmarkt vielleicht nicht alles perfekt gemacht. So freut man sich, dass man vielleicht nochmal eine neue Chance bekommt, um es diesmal besser zu machen. Und ich glaube, 2024, 2025 können definitiv unsere Jahre werden. Believe in a 2023 bull run. I don't believe in a 2024 massive bull run. I believe that the four-year cycle will do again what it's always doing. So you should be buying in now because then you can enjoy the 2024 and the 2025 bull run, guys. Now, I hope you really enjoy this. Ja, Freunde, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ein sehr geiles Video. Ich dachte, es wäre ein Ticken langweiliger, war es aber überhaupt nicht. Ich habe vor allem am Ende diese ganzen Chart-Analysen gefeiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch geht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das Video ebenfalls gefallen hat. Wenn ihr Bock auf mehr Reactions habt, schreibt es mir auch gerne mal hier unten rein oder lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Dislike, wenn ihr keinen Bock drauf hattet. Freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Ansonsten bin ich für heute durch. Ich werde definitiv ein, zwei Charts mal screenshotten und auch gerne bei Twitter teilen. Ich werde natürlich auch das Originalvideo und seinen Kanal hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr ja gerne mal ein Like oder ein Abo da lassen bei ihm. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald. Ciao!